Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Visage. Und bevor ihr euch jetzt wundert, ich werde einmal ins Licht gehen. Ach, das hat er auch nicht. Ah, ich hatte nämlich gerade, ich hatte gerade so Probleme. Ich bin hier gerade einmal auf meine Speicherung gegangen. Nicht wundern, ich habe jetzt gerade nochmal gespeichert das Slot, ne? Ich habe jetzt gerade nochmal überspeichert. Weil bei der letzten Schnellspeicherung, das ist super strange, da hat er das nicht übernommen, da bin ich immer noch hier in diesem Fernsehraum, wo sie noch im, ja, im Türrahmen steht. Und bei der letzten automatischen Speicherung, das war jetzt das hier. Mein gespeicherter Slot 1 war auch noch das vom... Also das ist irgendwie ganz komisch. Viele Sachen hat er irgendwie überhaupt gar nicht übernommen. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich werde das Spiel jetzt nochmal laden, weil er übernimmt nämlich... Also wenn ich das Spiel pausiere, pausiert er das Spiel gar nicht. Ich kann halt nur kurz speichern. Und das ist mir jetzt einfach sicherer. So, ich habe heute keine Perücke auf. Ich habe heute meine normalen Haare auf dem Kopf. Und ich plane dieses Spiel heute tatsächlich durchzuspielen. Denn ich habe das andere noch gar nicht geschnitten. Also den anderen Part, den ersten Part, das erste Kapitel. Aber gut, wir haben einen Schaufensterpuppenkiefer. Mein Problem bei dem Spiel ist ja, dass ich die ganze Zeit gar nicht... Also irgendwie... Was ist denn mit dem hier? Dass ich die ganze Zeit... Ich nehme das mal hier mit. Plupp. Weißt du was? Ich werde die mal nehmen. Ich werde die mal nehmen und zwar in die linke Hand. So. So. Ich glaube, das ist ja. Ich könnte noch einen vertragen. Und das war's dann erstmal. Nein! Ach, okay. Weil ich mag die Kamera nämlich tatsächlich sehr gerne. So, Steuerung funktioniert jetzt auch so langsam. Hä? Okay, das ist ja jetzt ungewöhnlich gewesen. Alles klar? Ja. Ja, dunkel, ne? Dunkel ist nicht gut. Wir haben immer noch den Blitzschlüssel. Und ja, wie gesagt, mein Problem ist jetzt folgendes. Ich muss jetzt halt im ganzen Haus hier einmal rumirren. Oh Gott. Um zu gucken, was ich als nächstes machen muss. So, hier ist schön hell. Kann ich das hier... Ach, die kann ich doch aufmachen, oder? Nee. Okay. Ja, also Keller. Keller machen wir jetzt gleich, ne? Ich habe da hier was von der Schaufensterpuppe und Keller, das ist das Einzige, wo ich jetzt denken könnte, dass es da weitergeht, weil da war auf jeden Fall ein Umriss, der Umriss einer Puppe. Das ist alles sehr unangenehm hier und die ganze... Alter. Boah, ich krieg... Oh. Warum? Gott, ist das dunkel hier. Und ich habe immer noch... Warte mal, ich habe hier mein Trinken stehen. Oh Gott. Oh. Storage Room? Haben wir da schon drin? Ah! Ach, das... Ah, stimmt, das war das, wo... Lagerraum. Ah! Dynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Okay. Das ist ganz cool. Haben wir da was drin gerade? Nö. Gut. Da war ein Hammer. Bekomme ich hier etwa einen Hammer? Hier können Kerzen aufgestellt werden. Und ich habe keine Kerzen mehr. Ich habe hier gar nichts mehr. Ach du Scheiße. Wir haben immer noch den Safe oben. Das weiß ich auch noch. Und hier ist ein Foto. Ach, das ist dieses Foto wieder. Michael and Santa. Jesus. Alter, so, so. Ja, okay. Ja, das... Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja ein furchtbares Bild. Ja, sonst ist hier jetzt nichts... Ne? Eigentlich müssten diese Tabletten, die ich mal verloren habe, die müssten ja eigentlich auftauchen. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwas übersehe, aber nö. Warum? Hör auf damit. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Alles gut, alles gut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Die Flasche ist leer. Das ist natürlich auch gut. Dann lassen wir es mal fallen. Nehmen wir da mal eine tolle Kamera. Alter, ey. Und
hier gibt es wirklich gar nichts, was ich irgendwie aufnehmen kann. Warum durfte ich denn jetzt die Tür nicht aufmachen? Ah, jetzt geht's. Boah, ich habe so Gänsehaut gerade, so, aber so richtig ekelhafte. Diese Schweißgänsehaut, kennt ihr das? Das ist so furchtbar einfach. Oh nein, mein Verstand geht wieder ab hier. Ich brauch verdammt nochmal Kerzen. Ich brauche unbedingt Kerzen. Okay. Ich muss hier hin. Heute läuft nicht so gut und ich habe noch eine Glühbirne, die hätte ich vielleicht auch mal nutzen sollen. Aber heute läuft nicht so gut, leider. Scheiße. Huppi. Den hier? Ja, ein neuer Aufnahmetag, ne? Ja. Ask Dad for the key if you need something in the storage room. Ich wollte einfach nur in den Keller. Ich wollte wirklich einfach nur in den Keller. Sag mal, die Dinger hier kann ich aber nicht aufheben und mitnehmen. Das ist eine doofe Frage. Lagern? Nee. Das wäre eigentlich noch interessant, wenn ich das hier selber reparieren müsste oder könnte. Okay, also nochmal. Hier sind wir jetzt. Das ist so unsere Situation. Ich hätte vielleicht gerade überlegen, ob ich dann doch nochmal neu starte vielleicht, weil ich mit so viel Kram verbrauche. Hört ihr das? Oh Gott. Was? Oh Gott. Schau, wenn es auf Puppe war, vorhin noch nicht da. Ja? Und ich kann gerade nichts machen. Was ist das? Eine Dose. Aber warum habe ich die Dose jetzt? Schaufensterpuppen. Okay. Ah! Ah! Oh! Ja! Was ist das denn für ein komisches Ding? Okay. Ich muss auf jeden Fall erst mal wieder reinkommen. Letzte automatische Speicherung. Spiel laden. Komm, Spiel laden. Okay. Gut. Ich habe jetzt auch meine Tabletten noch, das ist ganz gut. Also, ich kann, wenn ich mit der Kerze laufe, geht die wohl irgendwie aus. Die kann ich auch nicht benutzen. Und ich hab zwar die Kerze, aber irgendwie, ich gucke nochmal ganz kurz, ne? Ich gehe nochmal hier ins Licht. So, dann nehmen wir dich natürlich mal wieder. Den Kiefer einer Schaufensterpuppe. Und dann haben wir hier die Glühbirne und, ach, eine Glühbirne. Ich bin so doof. Ich habe nichts gesagt. Kann ich denn hier wieder rein? Ja, ist natürlich auch sehr, sehr schön. Haben wir vielleicht hier doch noch was, was wir mitnehmen können? So im Nachhinein noch? Sind natürlich auch wieder nicht da. Außer aber hier ist Licht, das gefällt mir. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann gehen wir noch mal ins Schlafzimmer. Nehmen das hier mit. Und damit ich hier nicht vollkommen bekloppt werde gerade. Ich guck mal. Gehirn. Sehe ich gerade tatsächlich nicht. Okay. Ich speichere nochmal. Und das war gerade wirklich nicht so angenehm. Vor allem, ich habe da ja da war ja gar keine Vorwarnung. Das war jetzt wahrscheinlich wegen dem Gehirn, ne? Dass das eins von den Hallos ist, die mich dann umgebracht haben. Aber gut, dann nochmal. Kerzen irgendwo? Nein. Nein, hier. Hier. Was ist das da? Da müssen wir hier so lang. Oh Gott. Und da wären wir wieder. Guten Tag, hallo. Na, wie geht? Was haben wir hier Schönes? Okay. So, was? Okay, jetzt einfach nur ein Badezimmer. Staub. Das war einfach nur Staub.
Waren wir hier schon? Ja, das sieht aus, als wären wir hier definitiv schon gewesen. Okay. Und da geht's wieder in die Garage. Alles klar. Huch. Das war ein komisches Geräusch. Und ich weiß nicht, ob es hier war oder ob es im Spiel war. Ah, schön. Okay. Alles gut. Okay, Achtung. Ich hab doch gerade diesen... Och, Manno. Wie? Hä? Ich hab den Garagenschlüssel doch schon benutzt. Oh, scheiße. Ist aber doof jetzt. Ich will die Kettensäge unbedingt haben. Ich hatte gerade gedacht, wir haben ja so einen Hammer gesehen. Vielleicht kann ich den ja irgendwie Garage, Werkbank, ne? Man kennt es ja. Kram, Zeug, Dings da. Okay. Okay, kann ich irgendwo eine Lampe vielleicht reindrehen? Nein! Nein! Okay. Okay, ich gehe jetzt einfach hier rein, ist egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, guck mal. Da. Alles in Ordnung. Oh, ein Hammer, ein Hammer. Ja. Okay, das Ding kriege ich ja gar nicht mit. Also, Gehirn war okay. Jetzt noch unten, ne? Das Gehirn war okay. Da habe ich ja gerade eine Tablette genommen. Also... Unten ist anscheinend schon etwas. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht genau, ne? Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen hier machen. So. Das haben wir gespeichert, ne? Wo soll ich sonst hin? Hier waren wir ja, ne? Hier war ja dieser tolle Moment mit dem Bild an der Wand. Da ist ein... Ich brauche unbedingt Kerzen. Ich brauche viel, viel mehr Kerzen. Und ich glaube, das sollte ich erstmal machen, oder? Erstmal hier Licht anmachen. Mal, ey. Aber ich stand doch jetzt eigentlich im Licht. Es war doch eigentlich das Licht, oder nicht? Es gibt hier ja so gut wie gar kein Licht mehr. Es gibt hier so gut wie gar kein Licht mehr. Scheiße, ey. So, das haben wir ja alles gemacht. Auch nichts Neues. Und hier ist die Küche. Für mich ist das übrigens hier Licht. Aber für das Spiel ist das wohl kein Licht, sehe ich gerade. Ich will die Kamera halt auch behalten. Doch sehr sinnvoll finden, mein Gott. Und wo kriege ich denn den Hammer her? Das mit dem Hammer fuchst mich. Das heißt, ich muss echt... Warte mal, ich gehe mal von der anderen Seite zur Garage, ja? Also ich weiß, dass das Ganze komisch war mit dem Garagenschlüssel, dass er mich das auf einmal nicht mehr aufmachen lassen hat. Aber... Von hier aus müsste es doch eigentlich noch gehen. Aber ich... Aber ich war doch da drin. Warum? Warum? Weißt du was? Da gehe ich einfach mal ganz zurück in diesen Lagerraum. Ich sehe gerade Stresssituation.
bestimmt ganz viele Kerzen. Kann ich die nicht einfach mitnehmen? Ich bin halt am Überlegen, ob ich dann jetzt so... Ich weiß nicht, ob ich das hier machen sollte. Boah. Ob ich hier schneide, bis was passiert, oder ob das mit dem Rumrennen halt auch schon... Das gehört ja schon zum Spiel, ne? Warum sind hier zwei Stühle? Guckt man sich das an, so, oh ja, schön, Jesus. Irgendwas. Die Kerzen sind relativ auffällig eigentlich. Da sind auch diese Holztiere, die haben wir ja auch schon gesehen. Dieses Vieh gerade, ne? Das war schon ganz schön furchtbar. Ja, ich höre. Ich glaube hier... Mal hier. Der Vogelkäfig. Ja, also wie gesagt, ein bisschen ratlos jetzt. Also ein bisschen sehr ratlos tatsächlich. Sieht nicht so aus, als wäre hier was drin. Oh Gott, ist ja furchtbar hier. Guck mal. Oh, ach, oh! Errungenschaft freigeschaltet hier. Ist ja schön. Upsi. Und damit wieder hier willkommen zurück. Ist gar keine neue Folge, glaube ich. bei Visage. Ja, ich musste jetzt aber mal im Internet nachgucken. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das ganze Ding hier nämlich schneide. Ne? Weil an sich wäre das jetzt eine Folge gewesen. Und ich habe da so rumgeeiert, weil ich etwas nicht gecheckt habe in der Steuerung oder in der Menüführung. Und das zeige ich euch jetzt. Warte. So, gespoilert bin ich nicht. Aber hier... Soll ja was drauf, ne? Wollte ich ja eh machen. Aber ich kann die Gegenstände hier auch verwenden. Und das wusste ich nämlich nicht. Okay, warte mal. Ich muss mal ins Licht. Ist das aus dem Schrank? Oh mein Gott, das ist aus dem Schrank! Okay. Oh, ich kann... Okay, wird gespeichert, oh Gott sei Dank. Oh Gott, ich muss aufstoßen. Entschuldigung. Oh, ich habe mich doch ein bisschen erschrocken. Okay. Moment, Moment mal, was ist das hier? Wo funktioniert nicht? Wo ist das? Seite verschlossen, okay. Das ist aber nicht im Haus, oder? Okay, das ist natürlich ein bisschen Silent Hill-ig. Ja, PT-Fields kommen wieder. Ich weiß das nicht, aber ich frage mich, ob es hier... Oh Gott, PT-Easter Eggs gibt. Wirklich ein bisschen PT-ig, ne? Es ist übrigens mittlerweile... Alles klar.
Warte mal. Oh. Das sehe ich doch hier, guck mal. Hier. Diese Kratzer und hier ist noch eine Tür. Okay, das ist sehr schön, aber diese Kratzer hier. Warte mal. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Warte. Warte. 4, 3, 2. Scheiße. Okay, das muss ich dann nochmal machen. Alles klar. Okay, ja, ich hab. Aber wenn ich jetzt hier. Guck mal, speichern aktuell nicht möglich, okay. Ja, dann machen wir es nochmal. So. Ich will aber nochmal ganz kurz. Obwohl, ihr wollt wahrscheinlich, dass ich das so mache mit den Türen, ne? Okay. Oh, Alter. Boah, das war ganz schön ekelhaft jetzt gerade. Oh. Aber auch die Tür ist da offen und ich bin hier reingegangen, ne? Hier war ich drin. Hier war ich nicht drin. Ich gehe nur wieder hier rein. Da kommt halt das Ding, ist mir ein Schauscheiß egal. Okay, das hier war richtig ekelhaft jetzt. Ein bisschen, aber das hier ist gerade echt das Spiel, was so zittert. Okay, alles klar. Beruhig dich. Das ist nicht das erste Mal, dass du solche Spiele spielst. Okay, hi, na, wie geht's? Okay, was ist das? Radio. Speicher. Danke. Das kommt bestimmt jetzt gleich. Oh Gott, es kommt jetzt gleich. Ich weiß es so fair. Und das sieht sehr nach Dachboden aus. Okay. Komm, Speicher! Nein! Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht.